Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Review mit den TVC, mit den Vintage Collection Figuren von Hasbro. Heute mit dem exklusiven Hut Solo Stormtrooper. Der kam in den USA exklusiv bei der Warenhauskette Target heraus und ist mittlerweile die... Oh, muss ich mal kurz durchgehen. Er kam bislang als Exklusiv, das war in der Power of the Force Line, oder Power of the Force 2 Reihe, äh, heraus als äh, Kellogg's Fruit Loops Exclusive. Das heißt, da waren dann muss man so ne, Ausschnitte von den Packungen sammeln und die dann hinschicken. damit bekam man eine Figur im weißen Mailer-Karton, also nicht auf Karte. Dann gab es einen im ähm, Cinema Scene, auch zur Power of the Force zwei Zeit mit Chewbacca und äh, Luke Skywalker im Stormtrooper Outfit. Dann gab es äh, zwei Pakete zur, äh, in der Saga-Line. Das waren die da Karten halt blau, aber da gab es halt auch die blauen Packungen. Das waren immer Doppelpacks mit ein bisschen äh, drumherum. Das heißt also so ein, so ein kleines Diorama. Und zwar die beiden Trash Compactor Scenes, da war Han Solo mit dabei. Äh, dann ein Comic Pack in der, der äh, Anniversary oder 30 th Anniversary Collection. 2007, da war die Figur allerdings, der Helm hatte dann rote Augen oder rote rote Visoren, also Linsen, und die Figur selber war noch mit so Blauschimmer bisschen versehen, wie halt im Comic auch, um Schattierungen darzustellen, Schatten darzustellen, war die Rüstung dann teilweise auch in, bei der Figur halt ein bisschen hellblau bemalt. Dann nochmal in der Legacy Collection, das waren die Karten mit dem Stormtrooper hinten drauf so als als Hintergrund. Da kann man noch mal heraus, das war dann im Jahr 2008 und jetzt halt auf TVC endlich, aber auch nur als exklusiv man kann die Figur aber auch hier in Deutschland bekommen in den einschlägigen Collector Shops bestellen. Ja. Rückseite. Also auch noch mal kurz das, das Artwork bzw. das Bild, was natürlich von drauf ist, natürlich Han Solo im in der äh, hier im in der, im in der Müllpresse. Ich hatte mir die ganze Zeit eben Trash Compactor im Kopf. Natürlich auf Star Wars Karte, denn es war ja in A New Hope. Und die Figur kam so auch nie äh, im ähm, na, sag schon in der äh, Vintage line nicht äh, kam die Figur nicht heraus. Da gab es dann bloß Luke im Stormtrooper Outfit und auf der Rückseite kann man noch ein paar andere Figuren sehen, die jetzt aktuell in der TVC, ich nenne sie mal TVC 2.0, herauskamen. Ja, die Figur steht etwas schlecht mit dem Blister. Ähm, deswegen hat ja auch ein paar Knicke, denn auf dem Drehteller, die sehen am Anfang da, ne, rotationsmäßig, ist mir die Figur nämlich ein paar Mal von der Platte gerutscht. Immer wieder dann klunk, umgefallen und deswegen ist die Karte etwas angeknickt. Sie war also wirklich case fresh, als ich sie bekommen habe. Was ich ein bisschen schade finde in der aktuellen äh, TVC. Dass das Punchhole also wirklich dann von vorne rein gepuncht ist und eben also ausgestanzt ist und eben nicht ne, hier oben noch geschlossen, dass man selber rausdrücken kann oder eben nicht rausdrücken kann. War allerdings zu Anfang der TVC im Jahr 2010 auch schon so, dass die ersten Figuren äh, von, vom Werk aus her äh, gepuncht gekommen sind. Also nicht Punchen wie von wegen Weinpanschen, sondern P-U-N-C-H-Punchhole. Ne, das ist. Tut mir leid, der allgemeingängige Begriff, ne? so, Haken aufhöse, äh, Haken, äh, Haken an den Haken aufhängenöse. Deutsche Begriffe sind manchmal ein bisschen kompliziert. Ich weiß auch gar nicht, wie es in Deutsch überhaupt heißt. Ja, ich packe die natürlich aus, aber vorweg, wie gesagt, ich habe bloß einen. Das ist auch mal wieder merkwürdig. Ich habe doch, naja, ganz so merkwürdig ist es nicht, denn der, ähm, die Power of the Force-Figuren habe ich sehr lange vernachlässigt und deswegen habe ich auch die beiden äh, Power of the Force 2. Uh, Han Solo Stormtrooper nicht da. Dann das Trash Compactor Set, das war hier in Deutschland immer recht hochpreisig. Habe ich mal gewartet und jetzt oh, habe ich es eben, eben nicht vorliegen. Dann ähm, das Comic Pack, ja, fand ich irgendwie auch nicht so prall, weil ich sammle halt Screen Accurate Figuren. Also Figuren, die halt auch im Film vorgekommen sind. Und deswegen habe ich halt eben bloß den äh, Legacy Stormtrooper da, oder Han Stormtrooper da. Der ist also nicht vergilbt. Der Bereich hier vorne, der Bauchbereich, ist in einem anderen Kunststoff gefertigt. Also nicht, dass der jetzt irgendwie Sonnenlicht ausgesetzt war, sondern das ist halt ein bisschen blöd. So halte ich aber nachher noch mal nebeneinander auch wegen des neuen Helmes, der dabei ist. Der war nämlich zu der Zeit, äh, zur Legacy-Zeit, äh, Zeit, dann doch noch ein bisschen komisch geformt. Und die aktuellen Helme sehen dann doch schon einiges besser aus. So viel habe ich dann schon mal verglichen. So. Dann die Figur mal eben nur auf Blister. So, ich denke mal, hier vorne kann man es vielleicht auch gut sehen. Das heißt, der Helm, die Waffe, also der Blaster und Han Solo himself. Gucken, der Blaster ist eingeklebt. Ja. Also mit einem Tesastreifen gesichert. Und auch ein wenig bemalt. Okay, Warum ist das Silber. Interessant. Ja, die Figur mehrfach Artikulation, also dreh- und schwenkbare Schultergelenke, das gleiche gilt für den Ellenbogen, das habe ich eine, das so. Ellenbogen lässt sich sehr gut drehen, Gelenke zumindest im Armbereich schön fest. Das fühlt sich alles schon mal sehr gut an. So die Beuge, da es geht, Hände lassen sich drehen beugen was jetzt nicht ne sieht nicht danach aus nein nein die Hände sind nur zum Drehen dann die Beingelenke lassen sich also auch drehen und beugen im Hüftbereich Bauchbereich ist fest da tut sich bei dem hier nichts was hier eins also was sich dreht ist halt dann der der Gürtel dann auch die Knie zum Drehen und Beugen und die Füße dann auch zum Drehen und beugen. Das war bei der Figur hier noch etwas anders. Der hatte nämlich dann noch im Bauchbereich das Drehgelenk. Obwohl das hier eigentlich auch so aussieht. Also zusammengesetzt ist es. Aber doch jetzt. Jetzt hat sich gelöst. Auch hier wieder das Gelenk zum Drehen. Ich habe mich schon gewundert, dass es das nicht funktioniert. Das Gesicht zeige ich nachher noch mal ein bisschen besser im Detail. Sieht sehr gut aus. Das ist jetzt diese neue Art. Oh, alter Schwede. Das Profil ist ja wohl 1 zu 1 Harrison Ford. Wahnsinn. Also mal den daneben gehalten Der sah schon gut aus, im Profil, aber der ist ja wohl absolut Hammer. Ich hoffe mal, wenn man sieht. Aber wie gesagt, ich fotografiere die beiden Figuren im Anschluss ja nochmal und dann zeige ich halt nochmal die Fotos. Da kann man immer mal ein bisschen mehr erkennen. Auch diese neue Art von Bedruckung. Eine Photorealistic Print. Hasbro das jetzt irgendwie? Also, äh, von der Modellierung her super. Dann der Helm ist aus ja, einem Gummi-Material gefertigt und lässt sich dann hoffentlich mal gut aufsetzen. Gucken. So. ja, und dann haben wir ein ganz normales Super. Und der Helm ist ja wohl cool modelliert im Gegensatz zu diesen Breitmaulfröschen, die es damals gab, auch so von den Konturen her. Aber das zeige ich auch gleich noch mal richtig. Dann hat er einen Blaster dabei, den zeige ich auch gleich mal im Detail. Er hat nämlich auch dann hier hinten das Holster da sitzen. Und man steckt den Blaster irgendwie da rein. Uah, das geht jetzt irgendwie nicht so gut. So. Ja, man steckt den Blaster <kühne> hinein, aber es ist halt bloß eine Öffnung auf der Vorderseite. Das heißt... Hinten da kann man den Blaster dann sehen. Das ist also nur so ein ja, abgedecktes Ding. Dadurch wirkt das Ganze halt ein bisschen, ja, ein bisschen merkwürdig, wenn der Blaster im Holster steckt. Aber das war bei diesen Figuren auch schon so. Hier ist allerdings so eine Kerbe, wo der Blaster reinfasst. Und der Blaster war damals noch etwas kleiner. Ich halte hier auch nochmal gleich im Foto nebeneinander. Aber ansonsten das gleiche Prinzip reinstecken und dann lag der Blaster hinten drin. Bei dem Holster hier ist eigentlich auch eine Kerbe. Aber der Blaster ist halt größer. So, ich hole dem das dann wieder raus. So. Okay, dann endlich mal die Figur im Detail. Erst einmal mit Helm von vorne gesehen. Sieht ja, absolut gut aus. Die Bedruckung ist sauber. Schwarz-Weiß, Übergänge sehen super aus. Dann äh, die kleinen Knöpfe auf der, auf der Bauchplatte perfekt. Und auch der Helm von der Form her und von der Bedruckung absolut super getroffen und auch super sauber bedruckt. Dann die Figur mit Helm von der Seite. Auch hier kann man noch mal gut sehen, dass die Helmbedruckung perfekt angebracht ist. Und auch von der Seite her kann man jetzt nicht irgendwie meckern. Also bin sehr angetan. Und dann die Figur von der Rückseite. Der Helm ist auch von hinten bedruckt. Das ist bei manchen Figuren ja auch schon mal weggefallen. Ansonsten die Modellierung super. Die 011. Also hinten die Platte auf dem Rücken. Sieht super aus, dass er hinten am Hintern, genau am Arsch, quasi dann die Seriennummer hat, kommt ein bisschen blöd. Ist schade. Dann auf dem Oberschenkel die Co. Auf, auf, gleich mit eingegossen. Dann die beiden Figuren mit Helm mal von der Vorderseite nebeneinander. Und da kann man schon sehen, dass der ähm, aus der Legacy Collection dann doch sehr verknautscht aussieht. Die Bauchplatte war auch nicht bedruckt. Das heißt, die sind meine Knöpfe fehlen. Die Modellierung sieht ähnlich aus, ist aber eine neue und mir scheint er auch ein wenig größer geworden zu sein. Von den Proportionen auch ein bisschen menschlicher. Nicht ganz so. Der andere stand sehr gerade und der wirkt jetzt noch so ein bisschen äh, voluminöser. Und die beiden Figuren mal von der Rückseite. Ja, die Rückenplatte ist größer, ist auf jeden Fall ein neuer Mold. Auch wenn alles sehr, sehr ähnlich aussieht. Und ja, am Helm, da kann man auch wieder erkennen, dieser untere Helmwulst, der, der hat hier die, die richtige Proportion. Und bei der Legacy da war das noch alles ein bisschen, was ich vorhin schon sagte, eingeknautscht. So, und erstmal den Stormtrooper. Den haben ohne Helm, das heißt also das Gesicht mal ein bisschen im Detail und das finde ich super. Also aus der normalen Entfernung, ich weiß jetzt nicht, wie es in der Vergrößerung natürlich wirkt, aber wirkt, wirkt. Also auf jeden Fall sauber aufgedruckt. Modellierung finde ich super. Und von der Seite das Profil, das ist wie gesagt, Harrison Ford auf jeden Fall. Auf jeden Fall erkennbar. Und eben noch von der Rückseite, die Haarmodellierung sieht auch sehr gut aus. Auch von der Frisur her, eben die New Hope Frisur nachher in späteren Filmen da. War die Frisur doch etwas anders. So, dann die beiden Blaster mal im Vergleich. Der obere ist jetzt der TVC Blaster, der andere ist der Legacy Blaster. Man, was ich vorhin schon sagte, der äh, TVC ist etwas größer und hat eben jetzt auch diese Bemalung. Das heißt, hinten, also ist hinten da, wo quasi dann die Gaskapsel drin sitzt, der Verschluss, dass der jetzt Silber bemalt ist, am Lauf bzw. an der Zuführung, dass da Silber ist, das finde ich, glaube ich, okay. Auf jeden Fall von der Modellierung sieht er sehr gut aus. Und von der anderen Seite, ja, Modellierung auch gut. Da ist jetzt allerdings keine Bemalung, außer halt hinten logischerweise zu sehen. Und ansonsten würde ich mal sagen, es ist alles dran modelliert, was an den E11 auch dran gehört. Dann nochmal eben die beiden Helme direkt im Vergleich. Auf der linken Seite jetzt der TVC-Helm, auf der rechten Seite der Legacy-Helm und auch hier nochmal dann auch von der Seite. Also die Proportionen haben sich wirklich verbessert. Da ist einiges passiert. Da ist wahrscheinlich auch ein Scan übernommen worden vom Originalhelm. Und die Rückseite auch nochmal. Das ist jetzt auf jeden Fall sehr stimmig. Ja, auf jeden Fall eine sehr coole Figur, eine sehr schöne neue Umsetzung des Charakters. Von der Modellierung her, vor, vor allem vom Print her, vom Gesichtsprint her. Finde ich die Figur absolut überzeugend. Und jetzt will ich nochmal gucken, ob er den Blaster zumindest in der Hand halten kann. Das geht super, hält auch super. Das kann man also wirklich gut machen. Ja, das kommt auch hin, mit der, dass er den Blaster in der Hand hält. Da muss man irgendwie ranklippen. Ja, also da kann man wirklich nichts sagen. Also der ist super. Absolut super. So stehen auf einer geraden Fläche steht er auch. Jetzt müssen wir mal gucken. Stand muss ich auch mal irgendwo anders mal klauen. ich mal hier den Rio. So. Jetzt sind die Sachen mit den Packholes. Die sind da in der Mitte. Tief genug sind sie und dann steht er nämlich auch da vorne. Funktioniert auch auf einen herkömmlichen Stand kann man die Figur also auch stellen. Und da will ich noch mal gucken, ähm, ob er den Helm auch in der Hand halten kann. Da hat er im Blast seine Hand und auf der anderen Seite den Helm. Ansonsten sieht er aus wie ein ganz normaler Stormtrooper, wenn er jetzt irgendwo steht. Wulst er so ein bisschen? Ja. Ich noch mal auf den Stand. Na. So. Perfekt. Absolut. Perfekt. Helm kann er halten, Waffe kann er halten, sieht super aus, tolle Figur, kann ich mir empfehlen. Also Empfehlungen halte ich mich immer so ein bisschen mit zurück, denn jeder sieht die Sachen natürlich anders, aber bei der Figur habe ich jetzt kein schlechtes Gewissen, wenn ich einfach sage, tolle Sache, einfach eine Empfehlung wert. In dem Sinne, bedanke mich vielmal fürs reinschalten und würde mich freuen, wenn ihr aber auch beim nächsten Mal wieder mit am Start seid. Bis dann und ciao.